Hallo, Hallo. schönen Abend euch allen zu Hause. Ja, wir sind hier mit einem neuen Projekt. Das ist Annette. Die meisten kennen sie ja schon. Und Das ist Murat Joshkun an den Rahmentrommeln und Percussions, wie man sieht. Er wird uns heute Abend überraschen. Oder euch. Mich ja nicht mehr. nicht mehr. Aber euch. Denke ich, wird er überraschen mit ein paar neuen Klängen, wer ihn schon kennt. Und wer ihn noch nicht kennt, der wird sowieso überrascht sein. Ja, und wir haben uns vor einigen Monaten ja schon getroffen, mehrmals, um ein neues Duo-Programm auszuprobieren. Viel aus der Improvisation neue Sachen entwickelt. Und wir hatten ja schon einige Online-Treffen und bei Zoom-Meetings. Und heute wollten wir quasi schon mal was präsentieren, was wir so gemacht haben. Einen kleinen Work in Progress quasi. Und ja, ich wünsche euch und uns viel Spaß. Thank you.
Ja, das war die Funky Noise Tarantella. Haben wir so genannt. Und ja, das waren drei Stücke eigentlich, die wir Funky und dann Noise mit Lärm und dann die Tarantella, die eigentliche. Genau, das ist eine Melodie, die du geschrieben hast. Die habe ich geschrieben, ja. Genau. Mhm. Aber ich habe sie eigentlich auch jetzt gar nicht so ganz vom Blatt gespielt, sondern da war auch viel Improvisation dabei. Oder Teile der Melodie wurden verarbeitet. Und jetzt geht es weiter mit? Mit auch ein Stück, was aus der Improvisation heraus entstanden ist. Ja, das hat eigentlich noch gar keinen Titel. Nein. Wir sind ja im Work in Progress, das ist ja dieses Motto quasi, was wir seit Monaten schon haben. Und das ist im Grunde nur ein Zwischenstadium, ein kleines Konzert quasi online, was wir euch präsentieren, was sich mit, also auf jeden Fall noch weiter zu einem Konzertprogramm ausreifen wird, also bis es mal auf die Bühne kommt. Genau, insofern sind wir gerade auch dabei, eben die Titel noch neu zu finden, neu zu definieren. Und momentan heißt dieses Stück nur Schlitztrommel, das ist diese hier. Genau. Also falls jemand von euch eine Idee entwickeln sollte oder spontanen Einfall hat, könnt ihr uns das gerne schreiben. Thank you.
Ja. Schlitztrommel. Schlitztrommel. Jetzt haben wir einen schönen Titel für euch. Also einen schönen Namen. Miss Saigon haben wir das genannt. Miss Saigon. Miss Saigon. Übrigens, das ist genau eine Wave Drum und hat verschiedene Sounds, die man einstellen kann. Und ich muss dann zwischendurch mal umstellen hier. Manche stimmen ihre Trommeln um und ich muss meine Wave Drum kurz umstimmen.
Ja, die mysteriöse Miss Saigon war das. Und ja, wir kommen zu Titeln durch Inspiration, also die Sounds, die entstehen manchmal, dann haben wir Ideen und dann kriegen die Stücke diese Namen. Ob sie die Namen beibehalten, weiß ich jetzt auch nicht, aber. Also wir arbeiten in diesem Projekt erstmalig mit dieser Wave Drum und die macht manchmal so ganz unvorhergesehene Dinge. Also es sind unvorhergesehene Töne, die man auch gar nicht kontrollieren kann und die führen dann zu witzigen Improvisationen und Stücknamen. Aber es ist auch nicht bei allen Stücken so. Also bei der Funky Noise Tarantella war das Alles. teilweise auch vorher schon die Idee. Es ist ganz unterschiedlich eigentlich. Und das nächste Stück hat auch noch keinen richtigen Titel. Das Titel? ist nach diesem Instrument benannt, Sansula. Nach einem afrikanischen Instrument nachempfunden, eine moderne Entwicklung. Und ja, die Bassklarinette. Ich spiele Klarinette und Bassklarinette und bleibe bei diesen beiden Instrumenten. Aber wer weiß live, was noch passieren Ja, kann. genau. Im Moment noch diese beiden. Übrigens, wir sind hier in Mannheim, ne? Das hab ich ganz vergessen zu sagen. Also Annette lebt ja in Köln normalerweise Und Murat in Freiburg. und wir haben uns quasi, das ist eigentlich so die Mitte, wenn man mit dem Zug fährt, mit dem ICE. Also sofern sie keine Verspätungen haben, ist man ungefähr in derselben Zeit, haben wir mal festgestellt. Ja, Ich glaube fast 1,5 Stunden. genau, ziemlich genau. Genau. Und toll, dass die Orientalische Musikakademie uns hier aufgenommen hat. Und wir sind tatsächlich hier in der Om, also so heißt das hier. Mitten im Jungbusch, das ist ein Stadtteil in Mannheim. Und Genau. hier unterrichtest du auch oder hast Ja. du unterrichtet? Genau, und Und ja. ich habe hier auch schon geprobt und gespielt. Also wir kennen diese Akademie schon viele Jahre und das ist auch ein ganz tolles Projekt. In Deutschland, glaube ich, auch die erste orientalische Musikakademie, so in der Art, die es gab, die gegründet wurde in Deutschland. Es hat schon Tradition. Und das ist ein sehr schöner Raum. Vielen Dank an die Orientalische Musikakademie, Dankeschön. dass wir das hier machen dürfen. Ja. Thank you.
Ja. Dann kommen wir zu einem weiteren abstrusen Titel. Der Titel sagt eigentlich schon alles. R2D2. Muss hier ein bisschen umbauen. R2D2 muss erstmal programmiert werden. Ja, kannst du was erzählen? Kurz. Ja, vielleicht erzähle ich kurz, wie es zu diesem Projekt kam. Es gab ein Stipendium in der Corona-Zeit, die ja leider noch nicht vorbei ist, aber jetzt in diesem Jahr vom Land Nordrhein-Westfalen. Da möchten wir uns auch jetzt auf diesem Wege gerne, oder möchte ich mich bedanken. Ich habe dieses Stipendium erhalten und habe das Projekt Fayence eben beantragt. Und Fayence ist eigentlich ein französisches Wort, Fayence, und ist im Türkischen eben übernommen worden. Und es beschreibt halt diese schöne Malerei auf den Kacheln, auf islamischen Gebäuden. Ursprünglich aus Persien kam die Fayence-Malerei nach Europa, über die Türkei unter anderem. Und ja, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich dann französische oder westliche Künstler eigentlich von diesen Malereien inspirieren lassen und wiederum ihre eigene Kunst daraus gemacht, sodass da wirklich eine Befruchtung auch stattfand. Natürlich kam auch westliche Kunst wieder in den Nahen Osten. Also es gibt einen Austausch seit vielen Jahren, Jahrhunderten, natürlich auch schon über die Seidenstraße, über die Handelswege. Ja, und in diesem Duo haben wir ja auch einen Austausch. Murat mit aus der Türkei stammenden Eltern, seinen Wurzeln in Anatolien, lebt aber seit es ihn gibt hier in Deutschland, er ist Deutscher. Da ist also auch schon ein Austausch in seinem Leben zwischen West und Ost, in seiner Kunst, in seiner Musik. Und wir spielen auch schon so viele, viele Jahre zusammen. Seit 1995. Kann man jetzt mal überlegen, wie alt wir sind. Und eigentlich im Trio. Wir haben ganz viele Jahre im Trio gespielt, aber dieses ist ein wirklich neues Projekt im Duo. Deswegen dieses Stipendium. Mit wirklich neuen Ideen, auch anderem Instrumentarium, als wir das jemals hatten. Und auch nicht so ganz auf orientalische Musik wirklich fixiert. Also ich denke, das hört man auch in unserer Musik. Es ist sehr viel Freies, Experimentelles auch dabei. Oder Elemente aus der zeitgenössischen Musik, aus dem Jazz. Genau. Und ja, bei der Gelegenheit möchte ich mich auch bedanken. Ja, beim Land NRW, falls ich es jetzt noch nicht gemacht habe, weil ich schon ein paar Minuten rede jetzt. Dankeschön, dass Sie uns unterstützen und unsere Arbeit, dass wir weitermachen können, das tut uns sehr gut. Und jetzt spielen wir R2D2. Thank you.
Sperrigen Klängen kommt jetzt was ganz Sanftes. Anatolian Nights heißt unser nächstes Spiel. Anatolian Nights. Ich fühle mich wie zu Hause. Ja, ist auch ganz gemütlich hier, sind Sofas. Ja. So. Thank you.
Das war's. Das war's. Dankeschön. Danke fürs Zuschauen. Ja, und ja, das ist das ganze Programm. Wir haben noch einige Stücke mehr. Wir haben einfach gesagt, wir machen eine Auswahl und wir arbeiten auf jeden Fall noch an weiteren Stücken. Und wer weiß, was nächstes Jahr so alles passieren wird. Wir hoffen ja, dass die Situation einfach sich bessert für alle, nicht nur für uns, einfach für alle Kulturschaffende auf der ganzen Welt. Und ja, aber auf jeden Fall schön, dass es diese Möglichkeit gibt. Und falls ihr Fragen habt, ihr könnt uns gerne schreiben. Und kann ja sein, dass ich zu einzelnen Stücken noch was wissen wollt oder so. Und wir sind gern bereit, mit euch noch in Kontakt zu treten. Am besten über Mail oder über Facebook auch. Na, Facebook sind wir Annette und ich sind wir beide. Und ganz einfach Annette Maye und Murat Coşkun. Ganz einfach. Ist doch ganz einfach. Murat Coşkun und Annette Maye. Richtig. Gut. Ja, dann nochmal herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Und auch, ja. Alles Gute für euch. Bleibt gesund und munter und zufrieden. Genau. Und weitermachen. Weitermachen, genau. Okay. Also, bis bald hoffentlich mal. Tschüss. Tschüss.